Seid ihr herzlich willkommen. Bei diesem Orakel handelt sich um dein Leben, handelt sich um deine Zukunft, handelt sich um dein Schicksal. Dieser Orakel heißt auch Schicksalsrad. In welche Richtung bewegt sich dieser Rad? Welche schicksalhafte Begegnungen hast oder Ereignisse oder Veränderungen? Das schauen wir an bei diesem allgemeinen Orakel. Aber es besteht schon die Möglichkeit, dieses Schicksalsrad-Orakel zu buchen. Dann handelt sich das um dein Schicksalsweg und dann ist es auch persönlich. Mein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro wegen die Bankgebühren. Und jetzt schauen wir an, was die Karten hier zeigen. Unten links sehen wir dieser Mann. Er schaut die Münzen an. Das kann sein Finanzen sein. Das kann sein Beruf, Berufung sein oder die Münzen können auch Wertschätzung bedeuten. Aber diese Münzen sind nicht seins. Und er bewundert das. Er bewundert andere Menschen und meint, die haben Talenten und Fähigkeiten, die haben Glück im Leben. Die bekommen diese wertvolle Dinge und ich bekomme das nicht. Er macht hier einen Fehler. Er vergleicht sich mit anderen. Diese Karte kann die Männer symbolisieren oder dein Partner. Aber wie immer, die Karten haben auch symbolische Bedeutung. Diese Karte kann auch deine Haltung auch sein. Und hier können wir etwas entdecken. Er hat auch eine Münze und das ist auf dem Boden. Er sollte das anschauen, aufheben, in Hand zu nehmen, damit vertraut zu sein. Und dann weiß er ganz genau, er ist auch wertvoll. Er ist sogar viel größer als die anderen in seiner Umgebung. Er sollte seine Einstellung ändern. Wenn du eine Dame bist und hast du das Gefühl, das spricht dich auch an, dann kann das natürlich auch deine Einstellung auch sein, zum Einstellung zum Werten. Unten, die zweite Karte von links aus gesehen, zeigt die Vergangenheit. Da ist auch eine gewisse Nostalgie dabei. Und Gefühlen vor allem. Und das heißt, jemand denkt an dich. Jemand denkt an dich vor Vergangenheit. Und diese dritte Karte von links aus gesehen ist schon die Bewegung. Und es ist schon möglich, dass dieser Mann nähert sich zu dir. Und vor allem bei beiden Karten in der Mitte handelt es sich um Vergangenheit. Es ist sogar möglich, dass hier um zwei verschiedenen Männer handelt. Der eine beschäftigt sich mit Geld, mit Arbeit, Beruf, Berufung. Das sehen wir unten rechts auch. Er ist fleißig, aber in beruflichen Ebenen ist ein bisschen hin und her gerissen. Und dann ein zweiter Mann, der an dich denkt, und ist schönen Gefühlen dabei, schöne Erinnerungen. Er musste etwas in Vergangenheit in Ordnung bringen, aber wir sehen die Bewegung. Er sitzt auf diesem weißen Pferd und kommt entgegen und er hat auch einen Sieg. Er hatte Herausforderungen gehabt in sein Leben, in seine Vergangenheit, aber er hat das alles bewältigt. Die Karten in der Mitte
schauen wir an. Links sehen wir Justitia. Und die Justitia vertritt die Gerechtigkeit oder eine rechtliche Lage. Sie zeigt auch Ungerechtigkeiten auf. In ihrem Hand diese Waage bedeutet die inneren Gleichgewicht oder hier muss noch etwas ausgleichen, vergleichen. Entweder befindest du dich in einer rechtlichen Lage oder er befindet sich in einer rechtlichen Lage. Muss aber nicht sein, weil diese Karte kann bedeuten, dass du viel Ungerechtigkeiten erlebt hast, er auch, und ihr müsst das jetzt im Gleichgewicht bringen oder in Vertrauen bleiben, dass die Karma gleicht das immer aus. In der Mitte sehen wir diesen Mann, der meditiert. Das kann seine Zurückhaltung sein momentan, wobei unten sehen wir schon Bewegung. Oder diese Karte zeigt deine Situation. Oder kann dieses Bild auch ein Rat sein? Komm zur Ruhe, meditiere über etwas. Da sehen wir dieses heilige Bild auf dieser Karte und das bedeutet deine Vorstellungskraft und genau das, was du gerade brauchst. Aber bevor du meditierst, Justitia zeigt, brauchst du den inneren Gleichgewicht, du brauchst die Ruhe dazu. Und diese Zeit ist wertvoll, weil dieser Traum wird wahr. All das, was du so vorstellst gerade, das bewahrheitet und das zeigt die Sternenhimmel in der Mitte rechts und das bedeutet Glück. Außerdem bedeutet diese Karte das Urvertrauen. Es wird alles so sein, wie das im Sternen geschrieben ist. Die Karten zeigen zwei Männer. Der eine ist sehr beschäftigt und kümmert um seine Arbeit. Der andere kommt von Vergangenheit, denkt an dich und möchte sich beweisen, dass er einen Sieg hat, dass er viele Dinge bearbeitet hat auch. Und Justitia zeigt eine rechtliche Lage, das kann eventuell seine Scheidung auch sein, falls er verheiratet war. Und die Sternen bringen Glück. Du brauchst nur diese Vorstellungskraft dazu und auch dein Glaube daran. Oben links sehen wir eine Hand. Das kann dein Hand sein. Und in dein Hand ist dieser goldenen Kelch. Und das bedeutet deine Intuition, deine Spiritualität. Symbolisiert deinen Gefühlen und du überreichst das. Das zeigst anderen. Aber diese Hand kann auch sein Hand auch sein, dass er entgegenkommt, dass er handelt, dass er überreicht diesem goldenen Pokal und zeigt seinen Gefühlen. Und oben rechts das Kind bedeutet schon ein Neuanfang, eine neue Richtung, aber auch die Lebendigkeit, Unschuld, eine jugendliche Ausstrahlung, die Sonne scheint, dieser sonnigen Gemüt, die Sonne beleuchtet etwas. Die Sonne beleuchtet ihn oder dich, das bedeutet dann ein Treffen. Oder die Sonne beleuchtet den Lebensweg, erleichtert die Entscheidungen, weil sorgt für Klarheit, wenn du intuitiv handelst. Und das glaube ich auch, weil in deiner Hand erscheint dieser Pokal aber auch und zeigt deinen Gefühlen, deine Intuition. Und die Sonne bedeutet nicht nur diese Klarheit,
sondern auch die Sommermonaten. Im Sommermonaten kommen diese schicksalhafte Veränderungen. Dein Partner verändert sich trotz viel Arbeit, auch wenn er an sich noch nicht wirklich glaubt. Dann kommt dazu, dass noch Erinnerungen, schöne Erinnerungen da sind, dass jemand nähert sich zu dir. Dann kommt die Gerechtigkeit, deine meditative Haltung und das Vertrauen. Es wird alles so sein, wie das im Sternen geschrieben ist. Im beruflichen Ebenen kann dieser Sternenhimmel die spirituelle Richtung bedeuten. Und das war diese Aufnahme. Wenn dir dieses Video gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn du das likest oder meinen Kanal abonnierst, kannst du deine Meinung im Kommentar schreiben oder mich besuchen in Facebook-Seite Dendera Medici oder Dendera Susanna Medici. Dort erscheint täglich die Maya-Kalender. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.